Positive Zahlen konnten beim 14. Schweriner Arbeitsmarktfrühstück präsentiert werden. 160 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besprachen aktuelle Probleme der Arbeitsmarktpolitik. Die Arbeitslosenquote ist auf einem historischen Tiefstand. Doch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte, dass ihr auch die Qualität der Beschäftigungsverhältnisse wichtig sei. Ich möchte, dass in unserem Land jede und jeder Arbeit bekommt, aber auch Arbeit mit guten Löhnen. Da ist viel passiert in der letzten Zeit. Wir haben immer mehr Arbeitsplätze für die Menschen, das ist gut. Ich möchte aber auch, dass die Löhne steigen. Ich möchte selber, dass Leute auch von ihrem Lohn mehr in der Tasche behalten. Deswegen wollen wir die Kita-Gebühren abschaffen. Und wir wollen aber auch gerade denen, die bisher noch keine Chance auf Arbeit hatten, den Langzeitarbeitslosen zukünftig besser helfen. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch neue Stellen für den sozialen Arbeitsmarkt verhandelt haben. Jeder dritte Arbeitslose im Land gehört zu den sogenannten Langzeitarbeitslosen. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist eine Schaffung von 150.000 Stellen im sozialen Arbeitsmarkt verabredet. Kosten 4 Milliarden Euro über 4 Jahre. Wie viele Stellen davon auf Mecklenburg-Vorpommern entfallen, konnte noch nicht genau beziffert werden. Margit Haupt-Kobmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, lenkte den Fokus außerdem auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Hier sei vor allem die Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten zu forcieren. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter können einen wichtigen Beitrag leisten. Zum einen durch die Qualifizierung von Arbeitslosen, und zwar am Bedarf der Wirtschaft. Und zum Zweiten, dass wir eben auch unterstützen bei der Qualifizierung von Beschäftigten. Da haben wir ein Programm, das heißt Wegebau. Und das unterstützt die Qualifizierung von un- und angelernten Beschäftigten in Betrieben, in kleinen und mittelständischen Betrieben und auch von Älteren. Da haben wir auch in diesem Jahr rund 10 Millionen Euro zur Verfügung. Und die wollen wir natürlich gerne nutzen, gerade wenn sich Unternehmen aufmachen in Richtung Digitalisierung. Da wird es sehr stark um Weiterbildung der Beschäftigten gehen, dass wir da zusammenkommen und hier auch einen guten Beitrag leisten können. Das Arbeitsmarktfrühstück findet traditionell in der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit statt und bietet den Beteiligten viele Möglichkeiten zum Austausch.